geht durch das Hören, hearing, und das Hören, the world. Das Hören des Wortes, the world of God. Das Wort Gottes. How come the faith? Wie entsteht Glaube? Wie? Not by reading, nicht indem wir lesen, but by hearing, sondern indem wir hören. And we have to continuously hear. Und wir müssen fortlaufend hören. Every day. Und das jeden Tag. To hear the world. Wir müssen jeden Tag dem Wort zuhören. More you concentrate and you hear. Je mehr du dich ausrichtest und du hörst. And in your heart you believe. Und dieses auch in deinem Herzen glaubst. Then you will have it. Wirst du es dann haben. What you say will come to pass. Das, was du aussprichst, wird dir auch geschehen. So we want to see some Bible place. Und darüber wollen wir uns ein paar Bibelstellen anschauen. And we will start with Mark 11. Und wir wollen anfangen mit 22. Mit dem Markus Evangelium, Kapitel 11, Vers 22. Markus 11, 22. Mark 11, 22-25. Wir lesen im Kapitel 11 vom Markus Evangelium, die Verse 22 bis 25. Und nein, Dr. Hagen hat sie nicht selbst geschrieben. Der Heilige Geist hat sie niederschreiben lassen. Unser Ding. So that we can grow and increase. Damit wir heranwachsen können und Zuwachs haben können im Glauben. Jesus answered and said to them, have faith in God. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Or have the God kind of faith. Oder auch habt die göttliche Art, habt die Art Gottes zu glauben. So we sometimes think, of course I heard this, I know it. Und wir denken mitunter, oh, das habe ich schon gehört, ich weiß das. No, nein. You have to believe, not only to hear. Du musst es nicht nur hören und denken, du weißt es, sondern du musst es glauben. You think that this is not important. Du glaubst, das sei nicht wichtig. You think that this is only a repetition. Du glaubst, das wäre nur immer wieder eine Wiederholung. No, nein. Jesus always repeatedly said the same things. Jesus hat wiederholt die gleichen Dinge gesagt. He know what to be human before he became one. Er weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Er lebte und wandelte als Mensch. And he knows how we, what we need. Und deswegen braucht er auch, weiß er auch genau, was wir brauchen. So he said, have faith in God. Und so sprach er, habt Glauben an Gott. And surely I say to you, whatsoever, whosoever say to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Now every boy a Christian. Also jeder wiedergeborene Christ. Ja, born again, I'm born again. I don't know how many of you are born. Sind wir wiedergeboren? Ich bin's. Wer von euch ist noch wiedergeboren? Ja. We all receive a measure of God's faith in us. Wir alle haben das Maß von Gottes Glauben in uns empfangen. So it is possible. Also ist es möglich. That we believe. Dass wir glauben. If it was not possible, wäre es nicht möglich, he would not have told us. Hätte er es uns nicht so gesagt. God always say the truth. Denn Gott sagt immer die Wahrheit. So every believer have a measure of faith when he receives Jesus.
Also hat jeder Gläubige ein Maß des Glaubens, wenn er wiedergeboren wird, um zu glauben. We go here again. Whosoever say to this mountain, who is whosoever? Nochmal Vers 23. Wer, oder im Englischen, wer auch immer, wer ist dieser, wer auch immer? We are the whosoever. Du und ich, wir sind die, wer auch immer. Whosoever, wer auch immer, says. Sagt. Es ist so wichtig zu sprechen. What you say. Was du sagst, zählt. Whosoever, I am the whosoever. Wer auch immer, und das bin ich. Say, sag to my mountain, so all have a mountain, dem Berg in meinem Leben, und jeder hat seinen Berg in seinem Leben. We all have problems. Wir haben alle Probleme. Small, big, klein, groß. I don't know how big. Es spielt keine Rolle, wie groß jetzt. But whosoever was born again, say, also wer auch immer wiedergeboren ist und sagt, to the mountain, zum Berg, sagt, here I move, to talk to the mountain, and be cast into the sea. Hebe dich empor und wirf dich ins Meer. You will look at the mountain and cast it into the sea, is not what he meant. Er sagt nicht, ergreife den Berg und schmeiß ihn in die See, das ist davon redet er nicht. He said about our issues. Er sagt also nicht, wir sollen uns einen Berg anschauen, sondern wir sollen stellvertretend diesen Berg als Problem in unserem Leben betrachten. He said to speak to the problem. Er sagt zu dir, sprich zu deinem Problem oder sprich zu diesem Problem. Don't discuss the problem with God. Debattiere nicht mit Gott über dein Problem. But speak directly to the problem. Sondern sprich ganz direkt zu deinem Problem. Wirre Mut. Hebe dich und wirf dich ins Meer. If he does not doubt in his heart, but believe, und wenn er nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, then those things he said, das geschieht, was er sagt, will be done. Wird es geschehen. You cannot say it. Du kannst es nicht bloß sagen. And you don't have belief. Ohne es vorher geglaubt zu haben. And you start to doubt. Oder dann anzufangen, danach daran zu zweifeln. Ich weiß nicht, der Doktor says so. Der Doktor hat mir aber das so gesagt. The bank says so. Und die Bank hat mir auch das gesagt. My husband says so. Und mein Ehemann hat mir was gesagt. My friends told me so. Meine Freunde haben mir noch was gesagt. I start to have a carousel in your mind. Und so beginnt es, in deinem Sinn, in deinen Überlegungen zu einem stetigen Karussell zu werden. The word say, das Wort sagt, whatsoever you say when you believe, it will be done. Wer auch immer das, was er sagt, glaubt, dem wird es geschehen. Now, you can also take it to the negative side. Das Gleiche kannst du auch anwenden auf das negative Leben. I don't know. Ich weiß nicht. I will never make it. Ich schaffe das einfach nicht. Alles ist mit so viel. I am too young, I am too old, I am too... Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu dies oder zu das. No, egal, no. Tausend Sachen. I don't know if I have an anointing, I don't know if I have... And I don't know if I have the job. Always coming against your own prayer. Immer gegen dein eigenes Gebet ankommt, indem du sagst, ich weiß nicht, ob ich eine Salbung dafür habe. Ich weiß nicht, ob ich dazu berufen bin, ob der Job für mich der richtige ist oder ob ich überhaupt bekomme. Du nullifizierst dann dein eigenes Gebet. How important is what you say? Wie viel zählt es, was du sagst? That's why I try my best not to say too much. Deswegen versuche ich immer mein Bestes, nicht zu viel zu sagen. Because we have tendency to say negative. Weil wir einfach die Neigung haben, immer zu viel und nur zu negativ and zu reden. To explain the problem. Und um mal allen die Probleme auseinanderzulegen. Because the soul wants to express itself. Denn die Seele möchte sich so gerne ausdrücken. No. Nein. Verse 24. Vers 24. Therefore I say to you, Jesus is talking, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Hier sagt Jesus, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. So faith, real faith, is from the heart and not from the head. Also der wahre, der echte Glaube entspringt dem Herzen und nicht
deinem Verstand. Verse 24 say, what we just read, was wir gerade gelesen haben, in Vers 24, dort steht, you can also pray before you can say. 22 was, 23 was, you can, no, 24. It was that you can say, and 24 say, you can pray also. Believe that you receive them, and you will have them. Also Vers 23 ist es zu etwas sagen, zu etwas sprechen, etwas direkt adressieren und im Vers 24 und es dann glauben und im Vers 24 ist es das Gebet zu Gott, dass du auch daran glaubst und du wirst es haben. So there is two things. Es gibt also zwei verschiedene. You can speak to the problem. Zum einen ist es an dir, zu dem Problem zu sprechen. Or you can pray to God about it. Oder du richtest ein Gebet an Gott. And you ask him what you want. Und du bittest ihn um das, was du brauchst. And verse 25 say, und Vers 25 sagt, there is one condition very important. Es gibt eine ganz wichtige Voraussetzung. If we want that our prayer be met and healed, wenn wir wollen, dass unsere Gebete von ihm gehört und von ihm beantwortet werden. Wherever you stand praying, listen, wenn ihr steht und betet, hört gut zu. If you have anything against anyone, forgive him. Wenn ihr irgendetwas gegen jemanden habt, vergebt. Anyone. Jedem. Anyone, I don't care what, who it is for me. Wem du auch immer etwas zu vergeben hast, dem vergebe. Any is any. Jedem. It's a condition that your Father in heaven may also forgive you. Das ist die Voraussetzung, das ist die Bedingung, damit euer Vater, der in den Himmel ist, auch eure Übertretungen vergebe. How important is to forgive? Wie immens wichtig ist es zu vergeben? It's very important. Das ist ganz wichtig. When you go to pray, wenn du ins Gebet gehst, don't say I forgive him. Dann sag nicht, ich vergebe ihm. Do something to show God that you really have. Nein, tu etwas. Handle, was auch beweist, dass du wirklich vergeben hast. I forgive you. Ich vergebe dir. Aber ich habe dich lass es dich noch fühlen. That really I remember. Dass ich eigentlich es noch erinnere. This is not forgiveness. Das ist keine Vergebung. What is forgiveness? Was ist Vergebung? The Lord says if you do not forgive. Der Herr sagt, denn wenn du nicht vergibst, neither will your Father in heaven forgive you your trespasses. Wird auch dein Vater im Himmel dir deine Übertretungen nicht vergeben? This is terrible. Das ist sehr schwerwiegend. God will not forgive me because I cannot forgive. Wenn Gott mir nicht vergeben wird, weil ich einfach nicht vergeben will. In a way, God wants an humble heart. Auf eine Weise fordert Gott ein demütiges Herz. He wants somebody who go under His word and be humble. Er fordert, dass jemand sich unter sein Wort demütigt und belehrbar ist und vergibt. The heart. What is the heart? Das Herz. Was ist das Herz? When you believe with the heart. Das, womit du glauben sollst, mit deinem Herzen. It's not your heart who pumps the blood. Wir sprechen hier nicht von dem biologischen Organ, welches den Blutfluss regelt. It's not physical. Es geht hier nicht um eine physische Sache. It's spiritual. Sondern um eine geistliche Sache. It's your heart, your new spirit. Es ist dein Herz, dein neues, wahres, geistliches Ich. And the renewing of your soul. Und dazu gehören die Erneuerung deiner Seele, deines Sinnes. This is your heart. Das ist dein Herz. And our spirit is new, not renew. Unser Geist ist neu. Er wird nicht erneuert als Prozess, er ist neu. Some Christians believe that God has restored your spirit. Manche Christen glauben, dass Gott deinen bereits vorher bestehenden Geist einfach wiederhergestellt hat. No. Nein. He said he gives you a brand new spirit and the old one is gone, dead. Er sagt in seinem Wort, er gab dir einen brandneuen Geist und der alte ist vergangen, es gibt ihn nicht mehr. So, we receive a new brand spirit. Also haben wir einen brandneuen Geist empfangen. So that the Holy Spirit
wonderful place that God wants to live. So, dass der Heilige Geist in deinem Geist sich wirklich niederlassen kann und wirklich darin wohnen, leben kann. Ja. Faith. Glaube. Your faith will come by hearing. Dein Glaube wird entstehen und wachsen durch das Hören. And hearing by the word of God. Und das Hören, nämlich des Wortes Gottes. Hearing. Hören. You have to hear. Du musst wirklich hören. Every day. Jeden Tag. And if you don't have a preaching, und wenn du nicht eine Live-Predigt hier so haben kannst jeden Tag, then take your own voice, dann nimm deine eigene Stimme and speak it loud to your ear. Sprich das Wort laut aus, sodass deine Ohren es hören. So you can build yourself. Und dadurch erbaust du dich selbst. You can read books. Du kannst Bücher lesen. It's wonderful. Es ist wundervoll. But you are very silent. Aber dabei bist du sehr still. It doesn't build your faith. Es baut deinen Glauben auf. It gives you clearness. Es macht dir Klarheit geben. But aber what the Lord said, he must be right. Wenn der Herr etwas sagt, dann liegt er wahrscheinlich eher richtig. He said, by hearing, you can increase your faith. Er sagt, durch das Hören vermagst du deinen Glauben zum Wachsen zu bringen. We thank God for books. Wir danken Gott für Bücher. But you cannot increase your faith only with books. Aber du kannst deinen Glauben nicht zum Wachsen bringen oder ihn nicht wachsen lassen, indem du einfach nur Bücher liest. So, when I have no internet, wenn ich also kein Internet habe, when I have no preaching with me, und ich habe auch keine Predigt mit mir, when I am in a desert, und ich bin dann in einer Wüste, what shall I do to hear the world? Was soll ich dann tun, um das Wort zu hören? What I fed myself, womit ich mich zuvor gefüttert habe, all this time, die ganze Zeit. If I didn't feed myself, wenn ich mich selbst nicht nähre und füttere, when I come to such situation, und dann eintrete in eine solche Situation, I will have nothing to defend myself, habe ich nichts, womit ich mich verteidigen kann. I say, what did you say? Und dann sage ich, was war nochmal? Im Moment ist keiner hier. Im Moment ist keiner hier. Ich bin völlig alleine. Und ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Why I don't remember? Warum erinnere ich mich nicht mehr? Because the Holy Spirit don't want? No. Weil der Heilige Geist vielleicht nicht will. He wants. Er will. But we have to feed our spirit, so that the Holy Spirit has something from you to bring out to your mind. Yes. Wir müssen uns zuvor füllen, uns füttern, uns sättigen mit dem Wort, so dass der Heilige Geist Material hat. Wodurch er uns dann zu uns sprechen kann. Because if you're empty, wenn du leer bist, nothing come out. Kommt nichts raus. You know, I heard that the camel, he has four stones. Das Kamel hat vier oder mehrere Mägen. And that's why you can stay long in the desert without eating. Deswegen kann sehr lange in der Wüste bleiben, ohne feste Nahrung zu sich nehmen. Because he eat once and then one stomach work and then he fill it with the same food with the other one. Also der Prozess des Wiederkäuens halt. Man Nahrung wird gegessen, es wird vorverdaut, es kommt in einen anderen Magen und so kann es sich dann die ganze Feinde vorgehen. And so this Kamel is always full. Also ist das Kamel immer voll. And this is the picture of a Christian. If you have the word in you. Das ist das Bild von uns Christen. Wir sollten das Wort so in uns haben. It will come from all of you. Yes. Out. Dann kommt es aus all den inneren Ecken, kommt es wieder nach oben. Because the word is the food. Denn das Wort ist your spiritual spirit. Futter für unseren Geist. Okay. Ja. What you know what food is? Wisst ihr, was Butter ist, was Nahrung ist? In the natural, we eat food and go out natural. Natürlich essen wir und es geht wieder natürlich raus. But the spiritual food is the same. Bei der geistlichen Nahrung ist es das Gleiche. We have to feed ourselves so it come out every time. Wir müssen uns geistlich auch selber füttern und ernähren, damit es wieder rauskommt. Jedes Mal, wenn es benötigt wird. So, if I do something wrong, wenn ich also etwas Verkehrtes tue, let me say, I start to lie, lass mal sagen, ich beginne zu lügen. Because I fed myself with the word, weil ich mich selbst mit dem Wort genährt habe. I don't need to see it after 4 days. Da brauche ich keine 4 Tage, damit ich es endlich erkenne. Immediately I know it's wrong. Es wird sofort in mir reagieren and und sagen, ich bin falsch. To forgive me. Und dann bitte ich ihn, mir zu vergeben. You know, we have to feed and eat food, spiritual food, so
we can be equipped from the attack of the enemy. Wir müssen essen, und zwar geistliche Nahrung, damit wir eine Rüstung haben, wenn der Feind uns angreift und wir dann uns wehren können. Not always that you have good teachers around you. Und es ist nicht immer so, dass du gute Lehrer zur Verfügung hast. It's not always that you have good friends who only build you up. Es ist nicht immer so, dass du gute Freunde hast, die dich nur auferbauen. Das ist nicht selbstverständlich. But there is one person. Aber es gibt eine Person, which is the Holy Spirit. Und das ist der Heilige Geist. He will always encourage you and strengthen you. Er wird dich alle Zeit ermutigen und dich stärken. He will always speak to you. Er wird immer zu dir sprechen. When I think wrong, wenn ich falsche Gedanken habe, I'm saying thinking wrong. Ich spreche von falschen Gedanken. I speak right to the wrong thinking. Dann spreche ich wiederum Richtiges, und zwar direkt gegen die falschen Gedanken. I don't accept the wrong thinking. Denn ich akzeptiere diese falschen Gedanken nicht, ich nehme sie nicht an. Because the world say hearing and hearing, the world will bring results. Denn das Wort sagt, das Hören und Hören des Wortes Gottes wird Ergebnisse hervorbringen. So faith, Glaube, can also be increased. Kann auch Zuwachs haben und soll wachsen. So we want to see in John 20. Wir wollen aufschlagen Johannes Evangelium Kapitel 20, Verse 25, und dort Vers 25. John 20:25. Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 25. The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." So he said to them, "Unless I see in his hand the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe," said Thomas. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, "Wir haben den Herrn gesehen." Er aber sprach zu ihnen, "Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe, und meine Finger in das Mal der Nägel lege, und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben." Well, verse 26. Now after 8 days, his disciples were again inside, and Thomas with them. And Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst, and said, "Peace to you." Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, "Friede euch." Vers 27. Then he said to Thomas, "Reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it in my side. Do not be faithless, but believing." Vers 27. Dann spricht er zu Thomas, "Reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig." Thomas was a head person believing. Thomas war so ein Kopfglaubender. He want to believe only when he see Jesus. Er ist wirklich willig zu glauben, wenn er sehen kann, dass es Jesus ist. But Jesus didn't agree with this kind of believing. Aber Jesus stimmte nicht überein, er war nicht zufrieden mit dieser Art des Glaubens. Look what he said. Schaut, was hier geschrieben steht. Verse 28. And Thomas answered, no, wait. No, 27. Then he said to Thomas, "Reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it into my side. Do not be faithless, but believe." And Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Also nochmal 27. Dann spricht er zu Thomas, "Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig." Vers 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm, "Mein Herr und Gott." And Jesus said to him, verse 29. Und Jesus sagt zu ihm, Vers 29. "Thomas,
Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Jesus spricht zu ihnen, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. You see, that Jesus wants us to believe and trust his word without seeing. Wir können erkennen, dass Jesus wünscht, dass wir, ohne gesehen zu haben, seinem Wort Glauben schenken und dann wirklich auch glauben, ohne zu sehen. And you will be blessed. Und dann wirst du gesegnet sein. We want to be blessed. We want to have the victory. Wir wollen gesegnet sein. Wir wollen den Sieg haben. To see and test will come in your life. Wir wollen sehen und die Tests und die Prüfungen kommen in deinem Leben. And I know what I'm talking about. Ich weiß sehr genau, wovon ich rede. You have to be equipped. Du musst wirklich zu. It's a very serious thing. Sehr ernst. We have to remind ourselves every day. Und wir müssen uns jeden Tag wieder erinnern. Because we have an enemy who don't stop to harass us. Wir haben einen Feind, der unaufhörlich hinter uns herjagt. You know, there was a lady in the ministry of Brother Hagen who was a very temper woman. War da bad temper or just? Yeah, she was okay. Bad temper. Also da war eine Frau im Dienst unter Dr. Hagen, die hatte wirklich, die war sehr aufbrausend. And but after she came to Jesus, she promised God that she will not anymore shout and scream again. Aber nachdem sie dann zu Jesus gekommen ist, hat sie dem Herrn versprochen, sie würde nie wieder schreien und brüllen und ausflippen. And she had a husband. Und sie hat einen Ehemann, der nicht wiedergeboren war. Aber er war sehr schön. Er hatte wirklich einen sehr guten Charakter. Aber er war nicht wiedergeboren. But then, he didn't want to come to church with her. Er wollte nicht mit ihr in die Gemeinde kommen. And one day, when she came home, einmal, als sie dann nach Hause kam, for the first time after 7 years, she flipped out. Na, das erste Mal nach 7 langen Jahren ist sie ausgerastet. And she was so angry. Und sie war sehr zornig. And then after she realized, after the war, when she comes out, he didn't say anything. He was always fine. Und nachher, anschließend, ist sie dann zur Sinnen gekommen wieder und hat dann wirklich realisiert, was geschehen ist. Und er ist sehr still geblieben. Nicht wiedergeboren, aber sehr still. And then after a few hours, she went to him. Und nach wenigen Stunden ist sie dann zu ihm gegangen und sagte zu ihm, hey, bitte vergib mir. I promise God not to shout anymore what I did. Sie sagte zu ihm, ich habe es Gott versprochen, nicht mehr zu schreien, und ich habe es trotzdem wieder getan. This is what her story she told to Brother Hagen. Das war ihre Geschichte, die sie Bruder Hagen dann erzählt. But she said to him, Brother Hagen, please pray for me. Und dann sagte sie zu Bruder Hagen, bitte bete für mich. Ich werde vor was. Und er fragte, wofür? She said, I want to have a feeling that God has forgiven me my temper. Sie sagte, ich möchte gerne das Gefühl haben, dass Gott mir vergeben hat, meine Zorn auszugleichen. I cannot feel this. Mein Mangel an Selbstbeherrschung. Denn ich fühle, dass Gott, ich fühle nicht, dass Gott mir vergeben hat. You know that God never asked you to feel anything. Weißt du, dass Gott dich nie darin gebeten hat, etwas zu fühlen? Just to believe. Sondern einfach nur zu glauben. And he told your sister, I will never pray for you. Und er sagte, liebe Schwester, dafür kann ich und werde ich dich beten. Because you believe your husband more than you believe God. Denn du glaubst deinem Ehemann mehr, als dass du Gott glaubst. God believed him that he forgave him. Sorry. She believed that her husband forgave her. Also sie hat geglaubt, dass ihr Ehemann ihr vergeben hat. And now, she doesn't believe, she has not believed, she wants a feeling that God also forgive. Aber ihr fehlt dieses Gefühl, dass sie fühlen wollte, dass Gott ihr auch vergeben hat. So, we have a problem about feeling. Also wir haben das ein Problem, dass wir immer was fühlen. We want feeling. Wir wollen Gefühle. Wir wollen sehen. Touch. Wir wollen anfassen. Then we want to believe. Und dann wollen wir glauben. No, it doesn't work that way. Nein, das ist leider so, funktioniert es nicht. You will not see. Weder wirst du sehen. You will not feel. Noch fühlen. You will just choose to believe, then when you pray, the prayer of righteousness avails much. Du wirst einfach dich dazu entscheiden, zu glauben, dass es wahr ist, dass das Gebet eines Gerechten viel vermag, wenn es ernstlich ist. So,
It's an insult not to believe God. Auf eine Weise ist es beleidigend, Gott nicht zu glauben. Because God said, I forgive you all your sin. Denn Gott hat gesagt, ich habe dir all deine Sünden vergeben. The Lord said, when you repent, I forgive you. Er sagt, wenn du Buße tust, vergebe ich dir. And then he said, if you believe, und dann sagt er, wenn du glaubst, you will receive, wirst du empfangen. And Thomas didn't like it. Das gefiel Thomas nicht. He wanted to see it first. Er wollte erst sehen. And to see it, so this is no faith. Und etwas zu sehen, ist kein Glaube. You want to see now the real faith. Wir wollen uns jetzt den wahren Glauben anschauen. You know, I'm talking this to you. Jetzt spreche ich zu euch. It's a choice. Es ist eine Wahl, eine Entscheidung. We have a lot of issues in our life. Ja, wir haben eine Menge Herausforderungen in unserem Leben. And don't come and tell me I don't have, we all have. Und kommt nicht zu mir und sagt, nö, ich nicht. Wir alle haben Herausforderungen. And according to what we can stand, we have. Und wir können, ja, gemäß dem, was wir tragen können, haben wir auch das Maß der Probleme. Ja. So we will open Roman for. Wir schlagen auf den Römerbrief, Kapitel 4. Vers 17. Und dort Vers 17. Römer 4, Vers 17. I have made you a father of many nations in the presence of him who healed is God, who gives life to the dead and calls the things which do not exist as though they were, they did. So geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Now notice what is written. Jetzt schaut genau hin, was hier geschrieben steht. I have made you a father of many nations. Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Is this future tense or present tense? Ist das die Form der Zukunft oder ist es Gegenwartsform? What is it? I made you. Oder ist es Vergangenheitsform? Ich habe dich gemacht. I made you. Ich habe dich gemacht. It's done already. Es ist bereits geschehen, gemacht worden. It is done and it is now. Es wurde geschehen, es wurde gemacht oder es ist geschehen und ist jetzt aktiv. When God speak, wenn Gott spricht, he speak for present tense. Dann spricht er immer in deine Gegenwart. Nein, es ist für dich jetzt. I have made you. It's already done. Ich habe dich gemacht. Du bist es bereits. Es ist geschehen. Verse 18. Vers 18. Who contrary to hope, in hope believed, so that he became the father of many nations. Der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde. He believed. Er glaubte. Even if he didn't see it. Auch als er es noch nicht sah. He believed what the word said. Er glaubte das, was das Wort gesagt hat. You know, he was 100 years old. Er war 100 Jahre alt. And his wife was 90. Und seine Frau war 90. And this was reality. Und das war Realität. This was common sense that is not possible. Der gesunde Menschenverstand hat geschrien, unmöglich. And with all this, he believed. Und mit all dem hat trotzdem festgehalten und geglaubt. His name in the beginning was Abraham. Zu Beginn hieß noch Abraham. And God changed his name to Abraham. Und Gott änderte seinen Namen in Abraham. Which means father of many nations. Was die Aussage hat, Vater vieler Nationen. When God says something, wenn Gott etwas sagt, for him it is done. Ist es für ihn geschehen. When you say something, wenn du etwas sagst, it must be done. Muss es genauso geschehen. You just have to take it like it is and not waver. Muss es genauso nehmen, wie es ist und nicht wanken. And believe your own words. Und auch deinen eigenen Worten Glauben schenken. We are too much busy
with ourselves. Wir sind so sehr beschäftigt mit uns selbst. Our body wants always to talk. Unser Körper möchte immer seine Stimme erheben und sprechen. Your body wants to tell you how much you are tired, how much you can't, how much you have to eat, you don't have to eat, you have this, 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 this. It's the body has a voice. Dein Körper wird alle Zeit zu dir sagen, wie viel du schon ertragen musstest, was du nicht mehr kannst, dass du zu müde bist, dass du jetzt unbedingt essen musst und dass du jetzt das nicht tun darfst und dafür bist du nicht mehr kräftig genug. Dein Körper möchte immer ständig seine Stimme ausdrücken. God called those things which are not. Und Gott spricht das Nichtseiende, as though they were. Als wäre es bereits da. I believe, you have to say. Ich glaube, das musst du sagen. I believe. I believe. Sag ich glaube. That's why I speak. Darum spreche ich. I believe. Ich glaube. That's why I speak. Darum spreche ich. God's word works always. Gottes Wort wirkt immer. There was in the meeting of Brother Hagen, a crippled woman. In einer Versammlung von Dr. Hagen war mal eine verkrüppelte Frau. And she, her foot was crippled. Ihr Fuß war verkrüppelt. And she could not walk properly. Und sie konnte nicht ordentlich gehen. She was always sitting. Sie saß immer. And the doctor had told her. Und der Doktor hat ihr gesagt, that she will never walk again. Dass sie einfach nie wieder laufen kann. So she wanted to come to the meeting. Und dann wollte sie aber zu der Versammlung kommen. Of Reverend Hagen. Von Dr. Hagen. And she wanted to be healed. Und wollte geheilt werden. And Brother Hagen prayed on all the line already and he was tired. Und Bruder Hagen hatte schon ganz lange in dieser Schlange gebetet und er war immer müde. When you are tired, I don't think it less. Wenn du müde bist, dann lässt manchmal die Salbung dann erweichen. Then you cannot minister under the anointing so like you know. Then he decided that you will sit with her and talk with her. Und wenn die Salbung weicht, dann kannst du unter dieser Kraft eben auch nichts mehr, weil sie nicht da ist, kannst du nichts mehr wirken übernatürlich. Also hat er sich entschieden, er würde sich einfach neben sie setzen und mit ihr so sprechen. So he So he told her, would you like to walk? Also fragte er sie, würdest du gerne wieder gehen können? And she answered him, well, if it is easier. Und sie sagte, naja, wenn es dadurch alles leichter wird. And then he showed her the scripture. Und dann zeigte er ihr die Schriftstelle. 1 Peter 2:24. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24. And he asked her, what is written? Und er fragte sie, was steht dort geschrieben? By his stripes we were healed. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. And he asked her, is this present tense? Is this future tense? Okay. Yeah. Ist das Gegenwartsform? Ist das Zukunftsform? And he just make her work. That she started to think. Und er brachte sie dorthin, dass sie darüber nachsah. And she was saying about this mean. Present tense. And he said to her, well, if he already had healed you, then you are healed. Also, es ist ja bereits vollbracht. Das heißt, wenn er dich wirklich geheilt hat, dann bist du aktuell in der Gegenwart geheilt. And she looked at him and she had a revelation. Und dann schaute sie ihn an und hat eine Offenbarung. And for the first time of her life. Und zum ersten Mal in ihrem Leben. According to the word, she stand on her feet. Dem Wort gemäß stellte sie sich auf ihre Füße. And she started to praise God. Und fing an, Gott zu loben. And she started to walk. Und fing an zu gehen. And she started to sing. Und fing an zu singen. Because she had a revelation. Einfach weil sie eine Offenbarung hatte. And it was simple in a way. Und die sehr einfach auch war. Because she wanted something simple. Denn sie wünschte, für sich etwas einfach nachzuvollziehen ist. And she could walk. Und sie konnte dann gehen. Then came another sister after this. Danach kam eine andere Schwester. And told
Brother Hagen. Und sagte zu Bruder Hagen, if she could walk, why don't God, God don't heal me? Wenn sie auf einmal laufen kann, warum kann Gott nicht mich heilen? Very often the Christian react like this. Viele Male denkt den Christen auf diese Art und Weise. And he said, sister. Und er sagte, Schwester. He healed you the same way like her already 2000 years ago. Er hat dich geheilt auf eben die gleiche Weise, wie er sie bereits geheilt hat. Und zwar vor 2000 Jahren. This is because we don't heal the world. Aber diese Gedanken sind da, weil wir dem Wort nicht zuhören. Healing is for you and for you and for each one of us. Weil wir nicht hören, wie gesprochen wird. Heilung ist für dich und für dich und für jeden von uns. And we see here Abraham. Wir sehen hier, wie Abraham. What he did here in verse 18, we have read it, no? 19. And since he was about 100 years old and the deadness of Sarah womb, verse 20, he did not waver at the promise of God through unbelief, but was steadfast in faith, giving glory to God. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes. Weiter noch? The glory of God. Wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. See, if you know you believe, then give glory to God. Wenn du weißt, oder wenn du das geglaubt hast und weißt es, dann gibst du Gott die Ehre dafür. He didn't see it? Er konnte es noch nicht sehen. It, yes? Er hatte es noch nicht sehen. Er war schon 100 Jahre alt. He didn't waver? Aber er wankte nicht. He didn't doubt? Er zweifelte nicht. He just believed? Glaubte einfach. And because he believed so much? Und weil er so und weil er so sehr geglaubt hat. Then he started to shout and give glory to God. Und fest überzeugt war, konnte er anfangen zu jubeln und Gott die Ehre zu geben. Now, if you cannot rejoice, wenn du jetzt nicht in der Lage bist, dich zu freuen, push yourself to rejoice. Dann gib dir selbst einen Schutz. Shut yourself to say, I will start to worship God and thank him for my healing, even if I don't feel like it. Und bringe dich dazu, zu jubeln vor Freude, weil du weißt, dass Gott dich geheilt hat. Du sagst, ich glaube, Gott hat mich geheilt. Und dann gibst du ihm die Ehre und singst ihm das Lob. This is what Abraham did. Das ist es, was Abraham getan hat. He gave glory to God. For him it was done. Er gab Gott alle Ehre, denn für ihn war es bereits vollbracht. Ja, Pastor, aber. Nun, Pastor, aber. We received bad report. Wir haben da aber wirklich schlechte Nachrichten bekommen. Well, what is real is not the truth. Das, was real ist, ist noch lange nicht die Wahrheit. Abraham didn't consider his body. Abraham zog seinen eigenen Körper nicht in Betracht. He didn't consider his old and finito. He didn't consider. Er schaute sich nicht an und dachte, aus hinaus, ist vorbei. And God promised him not only one child, but many. Und Gott hat ihm ja nicht bloß einen Erben versprochen, sondern sehr viele. And who are the son and daughter of Abraham? Und wer sind die Söhne und Töchter Abrahams? We are! Das sind wir! You see, because he believed it would be possible. Siehst du? Weil Abraham geglaubt hat, dadurch wurde es ihm möglich. It was possible. Es war ihm möglich. All things with God are possible. Mit Gott sind alle Dinge möglich. We only say, we only speak. Alles ist möglich mit Gott. Wir sprechen das so leichtfertig aus, mit Gott ist alles möglich. When it comes to me, aber wenn es sich dann yeah, bei mir anfängt, no, how? Bin ich sicher. It doesn't work. So wird es nicht funktionieren. It doesn't work. It works when you stay strong and believe in him. Es wird so nicht funktionieren. Es funktioniert dann, wenn du stark bist und weiter im Glauben festhältst. We all need something. Wir alle brauchen etwas. You know, you can get attacked. Like with me, I just it hit me. I and thank God for the world. Es kann dir genauso and your prayer, of course. Es kann dir genauso widerfahren wie mir. Es traf mich schlichtweg einfach. Und dank sei Gott für das Wort Gottes und für Gebet. But you know something? Aber weißt du was? It's not enough prayer if I didn't believe. Gebet hätte niemals ausgereicht, hätte ich nicht auf Glauben gehabt. You know, that's why you have to equip yourself. Aus diesem Grund musst du dich selber wirklich füllen und zurüsten. God wants us prepared. Gott will von uns, dass wir vorbereitet sind. We have a good God. Wir haben einen guten Gott.
Hallelujah. That's why the world says, darum hat das Wort. We have to take the communion, I didn't forget, don't worry. Wir müssen noch das Abendmahl und auch Opfer einnehmen, habe ich nicht vergessen. Oh ja. Roman 12, 2. Roman 12, Vers 2. Roman 12, 2. Roman 12, Vers 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. That you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So the point is, der Punkt ist also, if you want to change, wenn du dich wirklich verändern willst, musst du deine Gedanken und deine Überlegungen erneuern. Und du musst dann denken, wie Gott denkt. Handeln, wie Gott handelt. Lernen von seinem Geist, wie er dich führt und wie er dich umwandelt. Wenn du das nicht tust, dann gibt es keine Ergebnisse. Without the renewal of the mind, ohne Erneuerung des Sinnes, there is no victory. Gibt es keinen Sieg. Amen. Amen. Father, we thank you for this morning. Father, wir danken dir für diesen Morgen. Thank you for your word. Danke, Herr, für dein Wort. Father, we want to hear more about faith. Wir wollen noch mehr hören über Glauben. We want to follow. Wir wollen dir nachfolgen. We want victory. Wir wollen Sieg. In each life here. Und das in jedem uns Leben hier. And we thank you for our hearts. Und wir danken dir von ganzem Herzen. Yeah, we want to give us. Für alles, was du uns gibst. And we do for us. Und für das, was du noch bei uns tust. Thank you, Holy Spirit. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. For revelation. Für Offenbarung. Even more. Und noch mehr Offenbarung. Every day. Jeden Tag. And every Sunday. Und vor allem jeden Tag. Thank you for healing. Danke für Heilung. Spirit, soul and body. Geist, Seele und Leib. Because you heal everything. Denn du heilst jeden. Not only the body. Du heilst nicht nur den Leib. Everything that touches. Sondern du stellst wieder her und heilst alles, was uns berührt. And we pray for wisdom. Und wir beten für Weisheit. That we know how to walk. So dass wir auch wissen, genau, wie wir wandeln sollen. In dir. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. For guiding us. Und dass du uns leitest. Show us the way. Uns den Weg zeigst. Tell us what you hear from the Father. Und sagst, was du vom Vater hörst. And thank you for this church. Wir danken dir für diese Gemeinde. And for each soul who is here. Und für jede Seele, die heute hier ist. In Jesus. In dem Namen Jesu. Before I do anything, I want to ask if you have never received and made this confession that Jesus is your Lord and Savior. Bevor ich irgendetwas anderes